Guten Morgen, ich starte meinen ersten Vlog. Mal gucken, wie es wird. Ich bin ganz aufgeregt und ich bin total unter Stress. Wir fahren jetzt nämlich heute, ist Sonntag und wir haben eine Woche Schulferien, Winterferien. Deswegen fahren wir jetzt nach Polen. Ja, um 10 Uhr wollte ich eigentlich aus dem Haus. Es ist 11 Uhr, das ist typisch bei uns immer so. Es ist so schwierig, mit 8 Kindern pünktlich aus dem Haus zu kommen. Es ist die reinste Katastrophe. So, ich habe jetzt die Tür abgeschlossen. Alle anderen sind im Auto. Ich bin immer die Letzte, die aus dem Haus geht, weil ich dann als letztes immer noch mein Kopftuch machen muss. Ja, ich bin, was bin ich denn? Ja, gestresst, weil wir so spät dran sind. Aber, ja, haben wir was vergessen? Licht anmachen? Für draußen? Ja. Ah, okay, gut. Ja, jetzt muss ich noch das Licht anmachen. Das Gartenlicht. Später. Wir kommen ja dann erst abends wieder. Und zwei Kinder bleiben bei Oma. Das haben wir jetzt uns so geplant, dass zwei Kinder, wir haben das auch ganz fair ausgelost, welche zwei Kinder heute bei Oma bleiben, dass keiner schimpfen kann, dass ich das ausgesucht habe, sondern wir haben losgezogen. Und naja, sobald, wir haben ja so viel immer wieder kleine Ferien hier in Berlin. Deswegen bei den nächsten Ferien gehen dann andere zwei. Oh, das war doch anders Licht. Mehr als zwei Kinder ist bei Oma ein bisschen... Wollen wir ja nicht antun, der arme Omi. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Wir brauchen zu meiner Mama. Nach Polen brauchen wir 2 Stunden. Also wir fahren 1 Stunde zur Grenze und 1 Stunde dann nach der Grenze noch. Also ist total nah. Und ja, ich nehme euch heute mit. Den ganzen Tag, inshallah. Und dann werden wir mal sehen, wie das so ist. Mal gucken, das ist so komisch. Normalerweise, ich mache das ja immer auf Instagram, diese ganzen Stories. Und jetzt filme ich das halt für YouTube. Ist so ein bisschen ungewohnt. Die sitzen schon im Auto, warten auf mich. So, abgeschlossen habe ich. Einsteigen. So, alle sitzen? Alle waren auf Toilette? Nein. So, ihr habt eure Taschen, Rucksäcke? So, hallo, sagt mal alle einmal Hallo. So, wir fahren jetzt erstmal los und ich filme vielleicht ein bisschen den Weg und ansonsten sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. Ja, jetzt sind wir im Auto auf dem Weg und ich muss gerade so lachen. Ich zeige euch mal, ich drehe mal die Kamera kurz um und zwar hier im Handschuhfach. Mein Mann ist so witzig. Viele, die aus der Türkei kommen, die kennen das, dass wenn man in die Türkei immer fährt, bringt man ja immer so Schokoladen und so mit, so auch so für so die Nachbarschaft und so. Und mein Mann schon beim letzten Mal hat er, weil meine Mutter lebt ja so im Dorf, und dann hat er da in der Gegend, haben wir den Nachbarskindern so die Schokolade verteilt, aber eine Familie lief da so, die hat uns so dumm angeguckt, ich meinte, die kennen sowas nicht in Polen. Dass man da so einfach so Schokoladen irgendwie, ja, aus dem Auto haben wir die verteilt. Das war total witzig. Naja, auf jeden Fall, wenn wir ein paar polnische Kinder erwischen, dann kriegen die eine Schokolade. Ja, aber ich will auch noch Schokolade. Oh, bei dem Wetter, welche draußen sind, das wage ich zu bezweifeln. Du kriegst polnische Schokolade. Die Polen kriegen deutsche Schokolade. Und wir essen aber die polnischen Leckereien. Ich habe ein bisschen Fleisch mitgenommen und ein bisschen Salami lasse ich ja den Kindern da. In Polen weiß ich nicht, da gibt es glaube ich kein Halal-Fleisch. So 2 Stunden immer so nach Polen, das ist ja ganz angenehm mit den Kindern. Ich bin gespannt, weil diesen Sommer, inshallah, planen wir ja mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Das ist dann das erste Mal mit Auto und das erste Mal nach, oh Gott, wie viele Jahren? Also wir sind einmal geflogen, wo wir alle Kinder schon hatten. Da waren die Sechslinge 2,5. Ich glaube, wir waren 3 Wochen, ne? Damals? 3 Wochen da und das war die reinste Katastrophe, weil die Kinder einfach noch viel zu klein waren. Mit 2,5, die waren alle noch in Windeln, haben alle noch Mittagsschlaf gemacht und so. Oh, das war so anstrengend. Aber jetzt wird es schön werden. Ich will den ganzen Tag Ausflug unterwegs sein und so. Das dauert dann 2 Tage. Ja, ich weiß nicht genau. Also wir würden ja nicht so stressig fahren. Ich denke mal, wir würden schon planen, dass wir da einmal irgendwo übernachten vielleicht auf dem Weg. Ich muss dann nochmal unsere Bekannten und so fragen, wie deren Wege immer sind. Oder beziehungsweise wir würden bestimmt mit Familien, Bekannten, Verwandten zusammen mitfahren. Weil das wäre dann das erste Mal mit Auto und da bin ich echt gespannt, wie das dann wird. Aber keine Sorge, da nehme ich euch an. Natürlich auch mit. Die Kinder haben schnell Cornflakes gegessen. Ich habe denen trotzdem noch eine Stulle gemacht und Wasser. Also falls ihr Hunger kriegt, könnt ihr eure Stulle essen. Ja. Man sieht euch gar nicht. Habt ihr euch alle schlafen gelegt oder was?
Ach so, du isst jetzt schon? Ich jetzt schon Hunger. Wir haben auch gerade vor einer halben Stunde gegessen. Oma hat gesagt, ich soll Hackfleisch mitnehmen, dass wenn wir kommen, machen wir schnell Nudeln Bolognese. Wir wollen ja jetzt nicht dann 3 Stunden in der Küche stehen. Das ist immer so das schnellste Essen für viele Leute, ne? Nudeln mit Soße. Ja, und dir macht das Spaß, ne? Ja. Der ist gerne vor der Kamera. Ja, ich sag jetzt schon mal Bescheid. Also ich zwinge ja hier nicht meine Kinder, sich irgendwie irgendwo zu zeigen. Wer keine Lust hat oder nicht möchte, der muss halt nicht immer vor die Kamera. Vor allem die große Miriam ist ja schon sehr, sehr lange sehr scheu. Die mag es ja auch gar nicht auf Instagram gezeigt zu werden. Aber ja, Mike Musa ist hier unser Showman, der ist hier gerne vor der Kamera. Der Jüngste übrigens. Ihr müsst ja dann auch noch ein bisschen erstmal. Die, die nicht von Instagram jetzt hierher gekommen sind, auf den YouTube-Kanal. Ja, da müsst ihr erstmal uns ein bisschen kennenlernen. Ich werde ja auch mehrere noch Videos hochladen, wo ich so ein bisschen erzähle, die ganze Geschichte, wie das so war mit den 6 Jahren, als sie klein waren, Schwangerschaft, Geburt und sowas alles. Also da werden noch viele, viele Lava-Videos folgen. Ich muss immer polnisches Kleingeld bei mir haben, weil wir fahren immer durch so eine Schnellautobahn. Die kostet 3 Zloty, das ist nicht mal ein Euro. Und jetzt testen wir, wie gut meine Mama Polnisch sprechen kann. Okay. 1 Zloty habe ich noch, dann haben wir auch genau 3 Zloty. Zeig mal, zeig mal. 2 Zloty, oha, die sehen voll cool aus. Mhm. Oh. Ist so und auch ein Rückweg, obwohl ich habe hier noch 20 Lotti noch vom letzten Mal. Guck dir an, das selber noch 2 und so. Hier und hier ist 1 Lotti und das brauchen wir dann auf dem Rückweg. Dann haben wir genau 3 Lotti. Auf die 138. Ich bin reich. Ja. So, wie lange brauchen wir jetzt noch? 40 Minuten. Ja, 40 Minuten. Fahren 15 Kilometer. Mir ist gerade was eingefallen, weil Malik Musa gerade versucht, Polnisch zu sprechen. Ist ja auch eine der meistgestellten Fragen, ob die Kinder Polnisch können. Leider haben sie es nicht gelernt. Ich denke mal, das war mein Fehler, weil ich immer selbst am Türkisch lernen war. Und wir haben uns dann für Muttersprache Türkisch dann entschieden bei den Kindern, weil meine Eltern können halt beide Deutsch, aber meine Schwiegereltern eben nicht so. Und damit ist ja, dachten wir, dann ist die Sprache eher wichtiger, weil Deutsch lernen sie ja so oder so, ne? Kita-Schule ist ja klar. Aber wir hatten dann am Anfang angefangen mit Muttersprache Türkisch. Eigentlich hätte ich es eben so machen müssen, deswegen vielleicht auch ein Tipp an euch oder so. Oder beziehungsweise ihr könnt mir ja dann mal unter den Kommentaren schreiben, wenn ihr auch 2- oder 3-sprachig seid, beziehungsweise ihr eine andere Nationalität und euer Ehepartner eine andere Nationalität, wie ihr das gemacht habt, ob ihr das so gemacht habt, weil ich habe mir danach gesagt, ich hätte eigentlich nur Polnisch sprechen sollen mit den Kindern und der Papa nur Türkisch, dann wären sie mit 2 Sprachen gleich aufgewachsen. Dann hätten wir natürlich Kita, Schule, ist klar, da kommt das Deutsch immer sofort bei den Kindern, ist gar kein Thema. Ob ihr das so gemacht habt, ob ihr eure Kinder gleich 2-sprachig erzogen habt und dann eben Deutsch automatisch mit Kita dazu kam, ob das gut geklappt hat, weil ich bereue es, ich hätte es eigentlich so machen müssen. Naja, aber wir müssen öfters nach Polen, das habe ich gemerkt. Ne, Malik Musa? Er liest so die Schilder und so und die Fragen und so ein paar Wörter. Das, wenn die vielleicht mehr und öfters in Polen sind, dann auch dementsprechend auch ein bisschen mehr lernen, ne? So, das war die Stelle letzte Mal. Wann waren das? Letzten Sommer, ne? Da sind wir ja nach Polen gefahren. Und das war genau die Stelle, als wir über diese Gleise gefahren sind. Was ist da abgebrochen am Auto? Lenkstange. Lenkstange. War die Lenkstange abgebrochen. Und dann sind wir so zwei Nachbarn von Oma, glaube ich. Ja. Sei in der Nähe und der war Techniker oder? Mechaniker. Mechaniker und dann hat er es repariert. Hat er repariert, ja. Ne? Ja, weil sonst hätten wir gar nicht so nach Hause fahren können. Ja. Wir haben dann nochmal 2 Stunden gewartet. Der hat uns das ganz schnell provisorisch repariert gehabt, dass wir zurückfahren konnten. Ah, ja. Aber jetzt haben wir ein neues Auto. Und jetzt haben wir, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ein neues Auto, mit dem wir besser fahren können. Ja. Wir sind in 2 Minuten da. Da hinten ist das Dorf.
meine Mama lebt. Es ist so schön idyllisch. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir immer so diese Strecke hier lang fahren, das sieht immer so auch nach Türkei aus. Wo sind wir jetzt? Wir kommen dann an ihrem Ziel auf der linken Seite an. Wir sind in Oschetsko, ja. Sag nochmal. Oschetsko. Wir sind da bei Oma. So, ich mach das Tor auf. Da ist das schöne Riesenregal. Leonchen, warte, meine Jacke. Nein, Tasche. Mama, ist okay, wenn ich dich für YouTube filme? Mach doch. Mach doch? Ich brauche deine offizielle Erlaubnis. So geht das ja nicht, ne? Mama! Mamuschka! Mami, Luzi! Guck mal, die kleine Mausi! Ja, schau mal! Na, kalt! Wo hast du Mütze? Das ist kalt! Leonchen! Hallo, nicht anschlappern! So, Kinder aussteigen. Oh, jetzt habe ich meine Jacke im Auto gelassen. Leonchen, oh, nicht springen! Nein! Oh, ich kann die Kinder begrüßen. Ja. Hallo. Hallo. Oh, Leonchen. Ja. Kalt, Oma. Oma, kalt. Sag mal, ist hier kälter als in Berlin? Ja, oh, ich habe echt das Gefühl, dass hier kälter ist. Oh, sorry. Rein, Käffchen trinken. Oder, warte. Ich mach mal schnell eine Dings hier, eine Tour kurz, während ihr reingeht. Wir waren ja auch schon im Sommer hier. Esma, keiner. Nein, nein, Esma, wenn du rennst, denkt er, du willst spielen und er rennt hinter dir. Hallo. Sehna, nicht rennen, weil der springt auf dich und schmeißt dich runter. Hier würde ich so gern wohnen. Oh, das ist so idyllisch hier. Ich liebe das, wenn ich hierher komme. So schön. Wer bist du? Wer bist du? Na, siehst du? Nicht rennen und nicht schreien. Der will nur spielen. Aber der kann dich umwerfen, ne? Du musst aufpassen. Nein, nein, sag zu ihm nein. Du musst nein sagen. Ja, aber nicht mit der Hand so fuchteln. Einfach nur nein sagen, damit er nicht springt. Zehra? Zehra, wenn der auf dich raufspringt, bist du am Boden. Ja. Letztes Jahr haben die auch hier so einen kleinen Teich gebaut. Da haben auch die Kinder schon geschwommen, hier drinne. Ja. Da drüben sind die Nachbarn, die hat auch schon Kartoffeln für mich ausgebuddelt wieder. Ja, hier ein kurzer Einblick, aber es ist einfach so schön, wenn man hier sitzt. Man guckt einfach in die freie Freiheit. Ich gehe rein, es ist furchtbar kalt. Furchtbar kalt. Oh, das ist da wirklich kälter als in Berlin. Wo ist inzwischen? Ja, hallo, ich komme. Ich komme. Ich komme. So, Mami hat jetzt Kaffee gemacht und ich sehe schon, oh Gott. Das Schönste an Polen sind immer die Bäckereien, also die das Gebäck Bäckereien. Nie widziałam, myślałam, że to jest tylko ten krem, a one takie jeszcze te mają bardzo dobre, lecker. Ich habe gesagt, heute mache ich bei Mama. Draußen regnet es. Oh, und Joama sitzt da draußen. Ja, jetzt regnet es, jetzt gehen die Kinder nicht raus. Jetzt haben wir die erstmal hier die Glotze gesetzt. Kekse werden am Tisch gegessen, oder, Zeynep? Oder isst du zu Hause auch so auf der Couch? Was zu Hause gilt, gilt auch woanders, immer? Ja. Ihr könnt euch da hinsetzen und Kekse essen, abwechselnd. So, ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee und lecker Kekse. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir kochen müssen. Oma, was machst du mit zwei Kindern? Oh, was machen wir? Ja, Wetter ist nicht so schön, aber... Mal gucken, wie es zu Hause ist mit zwei Kindern. Wetter ist nicht so schön wie draußen. Trotzdem, wenn regnet nicht, oder suchen wir auch Spazieren. Ja, natürlich. Kannst ja in der Zeit Polnisch beibringen den Kindern. Habe ich auch gedacht. Ja. Machen wir, lernen wir Polnisch? Ja, na. Wenn du wieder da bist, sehe dich mindestens 10 Wörter auf Polnisch von dir hören. Genau. Okay, 10 Wörter. Schaffen wir? Man, erst die Bolognese, die dauert ja länger. Wir fangen sofort an. Komm, Rana, Zehna, komm, ich zeig euch, wo ihr heute schlafen tut. Komm mal mit, ich zeig euch das Zimmer, wo ihr jetzt die Woche schlafen werdet. So, jetzt habt ihr ein schönes, großes Zimmer für euch beide. Einmal ist hier ein Schlafplatz. Ich will hier schlafen. Kann man sogar aufklappen und ein Schlafplatz ist da. Mit viel Blumen. Ich will hier schlafen. Wollt ihr getrennt schlafen? Oder aufklappen, zusammenschlafen.
Naja, könnt ihr ja noch überlegen. Und ich lach. Könnt ihr überlegen. Wir machen alles, die Bettchen fertig. Als wir im Sommer waren, haben ja hier alle geschlafen. Ne? Da kam noch in der Mitte, hatten wir noch ein Luftbett. Das aufgeklappt und noch ein paar Matratzen auf den Boden geschmissen. Aber hat ganz gut geklappt, ne? Anne? Ja. Wann übernachten ich und Esma? Naja, bei den nächsten Ferien dann. Bei Osterferien? Den Osterferien. Hm. Dann wechseln wir, ne? Es ist ja nicht mehr so lange, ne? Nö, ist nicht lange. Da ist der Waschraum, hier ist Schlafzimmer und hier ist nämlich noch ein Zimmer. Da haben wir damals geschlafen. Das ist auch ausziehbar. Da habe ich mit meinem Mann geschlafen, mit Kindern in ihrem eigenen Zimmer geschlafen. Oma hat schönes Riesenbad, ein Traum. Vor allem zwei Waschbecken. Ich habe das nämlich zu Hause nicht. Das nehme ich sehr gut für die Kinder. Wenn die sich auch zwei Waschbecken teilen können, haben die sehr schön gemacht hier. Und auch so ein Wäscheraum. Ich habe meinen im Keller. Aber Oma hat den hier oben. So, jetzt fangen wir aber erstmal an zu kochen. Jetzt habt ihr langsam Hunger. Den Salat hat Omi schon vorbereitet. Dann habe ich aber für mich und Mama hier Linsennudeln gebracht. Ich esse nämlich keine Weißmehlnudeln. Das ist aber dann für die anderen, kriegen Weißmehlnudeln. Und Hackfleisch habe ich mitgebracht. Das ist, glaube ich, im Kühlschrank. Machen wir jetzt eine Bolognese. So, das einfachste und schnellste Essen für viele Personen. Nudeln mit Soße. Bolognese, ne? Ich habe extra aus Deutschland Hackfleisch, muslimische Hackfleisch, Halal Hackfleisch mitgebracht. Hier können wir, das Einzige, was wir machen können, wir können bei den Nachbarn selbst die Kühe schlachten, um Halal Fleisch zu bekommen. Ansonsten kriegst du hier sowas nicht. Nee, ich hatte die auch mal gekauft, aber ich war mal zu faul, das vorher anzubraten, um dann in den Salat zu tun. Ja, ja, das schmeckt lecker. Ja, ja, ich weiß, das schmeckt gut. Wir haben jetzt unsere Nudeln Bolognese gegessen und haben uns schon mal vorbereitet auf die Rückreise nach Hause. Oh. Ja, vermisst euch mal. Genießt die Lieblingsruhe. Aber, ne? Ihr benimmt euch, ne? Tschüss. Den Marblane. Hier bleiben. Öfter den Marblane. Halt, vertragt euch wieder. Vorhin war rumgezickelt, rumgestreite. Ja, ist normal. Ne? So. Dem gebe ich viel Spaß, ne? Ja. Okay, und wir telefonieren morgen über WhatsApp, dass wir uns sehen. Ciao. So, und jetzt? Oh, danke, Esma. Hast du schön aufgeräumt. Super. Tschüss. So, wir fahren jetzt noch rüber zur Nachbarin. Die gibt uns noch Kartoffeln vom eigenen Anbau. Die Kartoffeln sind so lecker. Die holen wir jedes Mal, wenn wir hier sind. Oh, warte, ich muss die Kartoffeln zeigen. Die lecker polnischen Kartoffeln. Mmh, yeah, yippie, wieder ein Vorrat an den leckersten Kartoffeln von den Nachbarn selbst, Eigenbau. Die sind so lecker. Oh, da sind große Kartoffeln mit dabei für hier, für die Kohle, ne? So, wir fahren jetzt nach Hause. Es ist 19 Uhr. Ich denke, kurz vor 21 Uhr sollten wir zu Hause sein. Und dann melde ich mich noch mal kurz. Und das Erste, wenn ich nach Hause reinkomme, muss ich erstmal gleich eine Runde Staubsaugen. Krank. Oh, wir haben die Hunger, die Kotzi-Kotzi. Und gut, wir haben den Adjektiv. Wir sind zu Hause angekommen. Das war's vom heutigen Tag. Kleiner Ausflug nach Polen, hin und wieder zurück. Die zwei Mädels, Rana und Zehra, sind jetzt da geblieben bei der Oma. Und ich hoffe, die genießen die Woche mal etwas ruhiger. Nur mit, ja, unter zwei Geschwistern und nicht unter insgesamt 8. Bin ich mal gespannt, wie die dann so erzählen. Wir haben jetzt vorhin gerade auch über WhatsApp nochmal telefoniert und morgen auch wieder. Ja, hoffentlich habt ihr Spaß und wir schauen mal, wie unsere Ferienwoche jetzt so wird und was wir machen. Ja, zwei Kinder weniger. Vielleicht ist es ein bisschen ruhiger dann, weil die vier Mädchen sind ja immer oft viel Zickenterror. Ich denke jetzt dann mit zwei weniger wird es ganz angenehm. Das war's vom heutigen Tag und ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Ein kleiner Ausflug mit uns. Ja, ich weiß noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Was sagt man denn dann so? Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch und aktiviert diese Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, die dann inshallah regelmäßig kommen. Daumen hoch, Like da lassen, kommentieren und so weiter. Ihr kennt euch bestimmt besser aus als ich. Also viel Spaß. Wir können uns ja in den Kommentaren dann da weiter unterhalten.